Blick in die Tiefe zeigt uns, dass unterhalb der Langhalle das Gestein kompakter und massiger erscheint. Hier erkennt man den Übergang von Dolomitgestein, das aus Calcium und Magnesiumcarbonat besteht, zum reinen Kalkgestein. Kalk- und Dolomitgestein sind Ablagerungen in einem flachen Schelfmeer, das vor ca. 150 bis 200 Millionen Jahren zur Zeit des Juras den süddeutschen Raum überzog. Hammer. In einem Zeitraum von etwa 50 Millionen Jahren